Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Belleron. Ich sehe gerade, ich habe hier noch eine Honigpalette rumstehen. Im LS22. In der letzten Folge haben wir ja endlich unser lang ersehntes Ziel, also wer die Belleron schon länger verfolgt, wer jede Folge mitgenommen hat, der wird ja mittlerweile wissen, ich wollte Trauben. Davon haben wir jetzt jede Menge. Jetzt bin ich aber noch am Überlegen. Ja, nee, den Harvester nehmen wir nicht mit. Ob wir nicht doch noch das kleine Stück hier mit Trauben oder ob ich hier einfach Gras drüber male jetzt. Weil das sieht doch schon ein bisschen doof aus. Ich glaube, ich mal da aber einfach Gras drüber und dann lasse ich Gras über die Sache wachsen, ne? Nicht den Weg wegmachen. Weil das kleine Minifeld, das werde ich wohl nicht beackern. Das alles nochmal schick schön, dann kaufen wir auch gleich nochmal die Maschinen. Und wenn denn immer noch zu viel Geld über sein sollte, dann können wir nochmal ein paar Trauben setzen. Oder uns nochmal ein Feld kaufen. Oder. Denn eigentlich dürfte es bei uns finanziell so gut aussehen, dass wir über die Runden kommen können. Wenn wir ganz normal weiterspielen. So. Hier doch die kleine Ecke. Obwohl, wisst ihr was? Das ist ja eigentlich unser Farmhaus hier oben rechts. Ja, hier nochmal so einen kleinen Betonweg hinmalen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Silage weggemacht, aber egal. Wir haben ja noch ein bisschen was. Könnte ich ja eigentlich hier, ich weiß zwar gerade gar nicht, wie das ist, aber auch noch mal einen Weg hinmalen. So einen kleinen, dass man da auch durchfahren kann. Bäume. Bäume. Eine schöne Pappel. Ordentlich Geld ausgeben. Spendet das Geld schon. Oh, eine schöne Eiche. Ich mag ja die Eichenbäume, ne? Ich habe ja auch drei Eichen bei mir im Garten stehen. Nur die Eicheln sind dieses Jahr echt schlimm. Ich habe das schon zweimal weggemacht. Die Eicheln, also ich habe mittlerweile drei große Säcke voll. Blaue Säcke. Das hört und hört nicht auf gerade. Ich weiß auch nicht. Momentan ist das mit den Eicheln echt schlimm. Obwohl immer gesagt wird oder eine alte Bauernregel besagt, wenn es richtig viele dicke Eicheln gibt, dann wird es ein richtig knackiger Winter. Ich bin gespannt, ob es wirklich so ein schöner Winter wird. So, dann hätte ich jetzt hier gerne noch. Achso, das ist nur ein Tor. Die. Um mein Farmhaus. So einen wunderschönen Zaun. Schön mit den Pappeln. Um unser altes Bauernhaus. So. Hier ziehen wir doch auch nochmal einen Zaun.
Na komm. Jetzt will er. Hab ich eigentlich. Hund habe ich noch nicht platziert, ne? Ne. Ui, wir haben ein bisschen Mist. Das ist ja cool. Eine schöne Lampe. Nee. So modern soll das gar nicht werden. Hast du ein kleines Gartenhäuschen? Komm mal hier hin. Eine Garage? Nee, eigentlich eher nicht. Ja, so ein schönes Hochregal da rein. Das passt doch. Nee. Das war mehr Scherz als alles andere. Bin ich noch ein bisschen mehr Deko? Sonstiges? Eine Hundehütte vielleicht? El Bello? Ja, genau. Du freust dich. Dann müssen wir gleich noch mal füttern. Tools? Nee. Container. So einen schönen Sprittank vors Haus, ne? Ist aber auch gerade mehr Scherz als alles andere von mir gewesen. Schade, auf diese müsste ich mir nochmal Deko runterladen. Nee, ist aber okay erstmal. Zur Not müsste ich mir nochmal ein bisschen Deko runterladen. Unser Farmhaus, unser Farmgebiet, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auch so ein bisschen abgegrenzt vom eigentlichen Hof. Das passt ja eigentlich auch. Schön mit ein paar Pappeln. Eine Eiche mittendrin. Fehlt eigentlich nur noch das Laub, hätte ich beinahe gesagt. So, was wollen wir denn heute machen? Ich habe beinahe gesagt, wir brauchen ja erstmal die Maschinen für die Trauben. Da haben wir ja, glaube ich, noch gar nichts. Nee, haben wir nicht. Wunderbar, da brauchen wir einen Traubenernter. Ach, das geht aber noch. War doch Traube? Genau, Traubentechnik. Einmal den hier. So, dann haben wir noch 500. Einen kleinen Traktor. Einen Schmalspur-Traktor. Ich glaube, den Fendt haben wir auf der Niemandsland, ne? Dann nehmen wir hier mal den Landini. 3 Punkt. Ja, nein. Doch, 3 Punkt. Motorleistung. Hol alles raus, was du hast. In Metallic? Nee. Lieber nicht. So, dann haben wir unseren Schmalspur-Traktor. Dann brauchen wir noch das Schneidgerät, um die Trauben später zurückzuschneiden. Die Dünger- bzw. Herbizidspritze. Ein Anhänger. 6 Kubik, 12 Kubik. Ich denke, glaube, weiß gerade gar nicht. Ich würde mir gerne den großen holen. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Trauben wir jetzt ernten werden. Ich glaube, ich hole den großen. So, dann haben wir sogar noch ein bisschen Geld über. Dann würde ich mich jetzt aber erstmal dran machen. Paletten zu verkaufen. Schnappen wir uns unseren Anhänger. Ich hoffe, da ist noch Palette eingestellt.
Hoffe ich, glaube ich, weiß ich aber nicht. Die Kühe sind ja noch gut gefüttert, oder? Die Rinder. Oh, oh. Oh, wir müssen auch wieder. Die Rinder müssen gefüttert werden. Oh, das müssen wir heute auch noch machen. Ansehen müssen wir noch. Die Rinder müssen unbedingt gefüttert werden. Das gefällt mir gar nicht, wie wenig Futter die noch haben. Können wir gleich mal jetzt hier am Honig ausprobieren. Der noch auf Palette eingestellt ist. Ja, ist er noch. Perfekt. Können wir die gleich mitnehmen? Ich glaube, Hühnerstall haben wir noch gar nicht, ne? Können wir vielleicht auch mal irgendwann dran denken. Jetzt geht es aber erstmal auf, Ware zu verkaufen. Und dann können wir uns vielleicht noch mal ein neues Feld kaufen. Und entweder noch mehr Trauben setzen. Oder. Oder. Ja, ein Traktor war ja nicht im Angebot. Ja, vielleicht gehen wir auch noch mal in Hühner, weil das ja auch noch mal ein bisschen Geld bringt. So. Fahren wir erstmal zur Molkerei, hätte ich beinahe gesagt. Traktoren müssen auch noch repariert werden. Ich habe mich gerade gewundert, was im Hintergrund so tut ist. Und bei mir ist schon wieder Feuerwehreinsatz. Manchmal ist das zum Verzweifeln. Ui, da kommt ja noch. Ui, die Zuckerfabrik ist voll, ey. Alter Schwede. Tja, dann müssen wir erstmal verkaufen fahren, oder wir... Nein, lass es sein. Ich habe Angst, es loszumachen. Ist das jetzt wegen dem Feuer oder warum? Machen wir erstmal die Fabrik voll. Ich habe tierische Panik, das gerade loszumachen. So, du bist voll oder was? Jo. Die ist voll. Das habe ich wieder ausgeschaltet, ne? Schnell. Gut, dann verkaufen wir das trotzdem jetzt erstmal. Bäckerei. Ach, ich habe noch keine Eier, noch kein gar nichts. Nee, gut, dann wird das jetzt erstmal verkauft. Und wenn man den Tempomaten richtig einstellt, dann kommt man auch ein bisschen besser voran, ne? So, auf volle Pulle. Mehl müsste auch voll sein. Mehl. Ja, ist auch nichts mehr drin. Ah, geht noch 13.000 Liter. Auch die Bäckerei noch. Auch bitte synchronisiere dich ein bisschen schneller. Gut, das Mehl würde ich direkt in die Bäckerei geben. Dass die auf jeden Fall noch weiterläuft. Obwohl, bis wir ernten, dauert es auch nicht mehr allzu lange.
Eigentlich dürfte die Bäckerei genug Mehl haben. Jetzt muss ich da einmal rüber, ab durchs Gemüse. Ab durchs Gemüse. Ja, du darfst vorfahren, aber bloß nicht mich in die Wallabamba schießen. Und wenn du keinen Bock hast zu fahren, dann fahre ich halt. So, dann würde ich sagen, verkaufen wir das noch und in der nächsten Folge, gleich Anfang nächster Folge, können wir uns unsere neuen Fahrzeuge angucken. Sonntag kommt die Folge ja denn. Also nicht die hier, die kommt ja heute, aber die nächste ist ja dann Sonntag dran. Morgen ist ja dann wieder Holzwirtschaft. Dass wir da auch vorankommen mit unserem Pappeln. Und einen Häcksler müssen wir uns ja auch noch zulegen. Damit wir die Pappeln später häckseln können. Und das Sägewerk will ich ja noch kaufen und alles nicht so einfach. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Geld. Ja. Auch 15.000. Hätten wir den Zucker nicht in die Molkerei gegeben, dann wäre es sogar noch viel, viel mehr gewesen. Aber 15.000 gehen auch erstmal wieder. So, dann würde ich aber sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Da kommt gerade ein Rennfahrer. Haben wir mal ein bisschen an der Seite. Wir sehen uns Sonntag wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.